2020. Ja, was kann man dazu sagen? Angefangen hat es ja mit der, also seglerisch mit der WM in Australien. Gestern sind sie ein bisschen... Alter! Wie ist er da denn rübergesprungen? Mega geile Zeit, aber der Wettkampf war echt miserabel. Anders kann man es gleich nicht sagen. Das heißt, als wir zurück in Deutschland waren, haben Tim und ich uns mal zusammengesetzt mit unserem Trainer und haben gesagt, dass wir die Quali noch, also den letzten Quali-Wettkampf in Malle noch beenden. Und dann machen wir erstmal eine Auszeit. Ja, der Quali-Wettkampf hat gar nicht stattgefunden wegen Corona. War ja allgemein deshalb ein sehr aufregendes Jahr, kann man so sagen, glaube ich. Und ja, wir haben dann gesagt, wir gehen danach erstmal getrennte Wege und gucken, wie es weitergeht. Und was ich in der Zeit gemacht habe, das seht ihr jetzt und habt ihr vielleicht auch schon auf meinem Instagram-Account ein bisschen verfolgt. War ich ein bisschen kiten. Ich habe mich aufs Kite-Foilen konzentriert, weil ich mal gucken wollte, wie es da so aussieht. Das ist jetzt olympisch geworden, ob man da vielleicht eine Chance hätte oder nicht. Und ja, das habe ich den Sommer über gemacht und haben. Ja, dann ging es auf die Kieler Woche zu. Es waren lange keine Wettkämpfe, weil Corona das nicht zugelassen hat. Und zur Kieler Woche hat Kitefoilen eh nicht stattgefunden. Und Tim hatte auch noch keinen anderen Segelpartner. Der hat sich ein bisschen auf die Uni konzentriert, ein paar Prüfungen geschrieben. Und dann haben wir uns zusammengefunden und gesagt, hey, lass doch mal die Kivo zusammen segeln. Und dann gucken wir weiter. Vielleicht segeln wir noch die EM, die 3 Wochen später ist. Und so kam es dann. Wir sind die Kivo gesegelt. They'll be off with the rest of the fleet, you know, in still middling winds. And certainly Warr, not in great wind yet, and still not at at the ley line. There he is now. So Warr has dropped well down the fleet. We see And that's Fisher and Gruff. That was from the far left, I believe. That's right. That we saw them sail into that hole when the boat was coming in on top of them, and they looked like they were in a bit of trouble. But maybe that that dip that they had was the start of some new breeze shifting in from the left. Gar nicht so schlecht. Vor allem, weil es relativ windig war und wir halt irgendwie 5 Segeltage zusammen vorher auf dem Wasser waren, sonst gar nicht ungefähr. Und ja, sind 8er geworden, waren recht zufrieden und sind dann zur EM gefahren. Und sind da ganz locker rangegangen und sind Europameister geworden. Wie geil ist das denn? Und haben dann gesagt, okay, es läuft dann mega geil. Wir wissen, woran wir zu arbeiten haben für die nächste Kampagne. Und lass uns das angehen. Dann hatten wir noch ein kleines Training im November in Villamura. Sind sehr viel geradeaus gefahren. So, fahren schon ein bisschen. Okay. Ja, echt geil, weil das so schnell ist. Es war ein ganz lockeres Training, ganz angenehm. Wir haben trotzdem viele Wasserstunden gesammelt, was mega cool ist. Und ja, im Februar geht es für uns dann wieder los. Und ja, bis dahin wünsche ich euch ein neues, frohes neues Jahr, guten Rutsch. Und dass 2021 besser wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Ich gehe jetzt noch eine Runde Wing. Aber dazu dann auch noch mehr im nächsten Video.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Wing findet. Wing Foyer. Seht ihr hier auch gerade im Hintergrund. Wenn man so ein bisschen über das Wasser fliegt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.